Jo, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Schauen wir mal Quickie-Projekt. Und das Spiel, das wir uns anschauen werden, ist dieses hier und zwar 007 James Bond and the Spy Who Loved Me. Für einen Commodore Amiga, könnte ich vielleicht auch noch dazu sagen. Also das Teil hier. Ja, das Spiel kam 1990 auf den Markt, wurde hergestellt von der Firma Kremlin, ich lese das gerade ein bisschen ab, und Publisher war Domark. Das Spiel ist rausgekommen für den Commodore Amiga, für den Atari ST, für den Amstrad, für den C64er, für MS-DOS und für den ZX Spectrum. Hier sehen wir das Spiel jetzt da eh schon mal in Aktion. Da fahren wir gerade, also in dem Spiel fährt man ein wenig herum mit dem Lotus aus dem Film. Ich weiß nicht, warum die da dieses Remix gemacht haben von James Bond, seinem Theme-Song. Muss ehrlich zugeben, mir gibt der einfach nichts, dieser Remix. Vielleicht hilft es mir was, weil wenn es sich zu stark nach dem Original anhört, könnte ich mir vorstellen, dass ich Probleme kriege mit YouTube halt eben wegen Copyright und sowas. Kann auch sein, dass dieser Remix unter Copyright steht, wahrscheinlich sogar. Ich drücke jetzt einmal drauf, damit wir ins Spiel hupfen, weil, wie gesagt, ich finde es jetzt nicht so dolle, die Musik. Da hätten sie ruhig das Original lassen können. Mission Overview. Two nuclear submarines have disappeared and microfilm evidence suggests they have been captured. James Bond teams up with Soviet agent Anya Amasova. And they decide to drink a coffee. Scene 1, James and Anya arrive in Sardinia, ready to meet Q at the harbor to pick up the special car. James must now drive to the hotel in time to... Das kannst du nicht da lesen hier. Das finde ich immer so lustig bei solchen Spielen. Ich habe nichts drauf gedrückt oder was. Das ist einfach in-game. Dass du das nicht erlesen kannst. Also ich meine, ich bin jetzt nicht der schnellste Leser, gebe ich auch zu. Aber halt eben, ja... Gut, hier haben wir das Spiel. Was ich schön finde, ist, du kannst da Zeit lassen, es ist scheißegal. Also kein Timer oder was haben wir. Ich möchte gleich eine Beichte ablegen. Und zwar, ich habe mir jetzt gedacht, für dieses Spiel, also ganz kurz im Vorfeld werde ich wieder ein bisschen quatschen, bevor wir überhaupt ins Spiel hupfen. Meine Beichte ist die, bei diesem Spiel habe ich einen Trainer dabei. Da kann ich einstellen, unendlich viel Leben, unendlich viel Munition, was angeblich... was ich weiß, nur teilweise funktioniert, unendlich Geld oder 999 Geld, Q-Points, was auch immer. Das sind diese flimmernden gelben Dinger da oder drehenden Dinger mit dem Q drauf, was man nicht wirklich erkennen kann, aber es soll ein Q sein, weil nämlich der James Bond in dieser Variante zahlen muss für seine Sachen, wahrscheinlich weil er alles verliert, alles in die Luft jagt, alles anbaut, was er vom Q kriegt, haben sie sich entschieden gehabt in dem Spiel, dass das Ganze halt eben so abläuft, dass er Geld verdienen muss, um seine Specials überhaupt zu bekommen, beziehungsweise freizuschalten im Spiel. Jetzt auf der rechten Seite finde ich lieb gemacht, oben rechts haben wir halt eben die Gangschaltung, dann drunter haben wir schön in Rot gehalten auf digital den Punktestand, der bewegt sich erst, sobald wir uns bewegen mit dem Fahrzeug. Dann haben wir halt eben drunter sehen wir links diese Q-Points, wie viele haben wir davon, rechts haben wir die Leben, 5 Leben ist das Maximum, was man haben kann in dem Spiel. Ich weiß nicht, ab wie viele Punkte man die Leben bekommt. Dann haben wir Armor, also die Panzerung vom Auto, Missile, GNDR, das ist Ground-to-Air-Missile, sind das. Die normalen Missiles sind halt eben Boden-Boden-Raketen gegen fahrende Gegner und die Ground-Air-Missile sind halt eben gegen einen Helikopter. Dann haben wir Paint und dann haben wir Smoke. Paint deswegen, ich muss nämlich zugeben, ja, ist ja wurscht, also Paint ist quasi fast das gleiche wie Öl, sollte das sein, glaube ich zumindest. Ich weiß jetzt nicht mehr, ich habe schon lange nicht mehr gekauft in dem Spiel. Und Smoke ist halt eben, dass er hinten den Rauch raushaut. Weil nämlich, ich habe, bevor ich jetzt noch weiter quatsch über das Spiel, ganz kurz nur, wollte ich auch noch erwähnen, ich habe gestern den ganzen Tag verschissen, weil ich probieren wollte, einen schon mal Quickie wieder aufzunehmen. Ich weiß, in letzter Zeit komme ich relativ wenig dazu, beziehungsweise kommt immer nur ein Quickie pro Woche raus, ich habe mehr Fallouts raus. Weiß ich schon, gebe ich zu, ist
tut mir leid, aber halt eben, ich habe mehr Lust gehabt und habe mich mehr spezialisiert auf Fallout New Vegas. Ich weiß, nicht viele Leute schauen das, aber trotzdem, es war mir ein Anliegen und ich habe einfach Lust gehabt, deswegen habe ich es gespielt gehabt und deswegen habe ich auch viel aufgenommen gehabt in der Richtung. Bei The Quickies muss ich langsam zugeben, es wird schon schwieriger. So viele Spiele habe ich jetzt auch nicht mehr herzuzeigen. Ich meine, schon von meiner Sammlung her schon, aber dass ich wirklich Lust habe, da jetzt irgendwelche NES-Titel herzuzeigen, Super Nintendo, Mega Drive zum Beispiel, Mercs habe ich ja angedroht oder habe ich in dem Warzone-Quickie habe ich angesprochen gehabt, dass ich das demnächst machen werde. Das kommt auch noch, nur ich habe noch keine Zeit dazu gehabt. Auf jeden Fall gestern habe ich den ganzen Tag verschissen, weil ich mal ein Spiel rausgesucht habe. Da wollte ich ihn schon mal Quickie draus machen, nur das Ding funktioniert einfach nicht. Und das Spiel, um was es sich handelt, ist Beachhead für den C64er. Ich spiele das Ganze im Emulator und normalerweise funktioniert alles einwandfrei. Das Spiel ladet auch ohne Probleme. Nur ich komme nicht ins Spiel rein, egal was ich mache. Ich weiß auch, bei dem Spiel steht extra dabei in der Anleitung und alles drinnen, ah ja, der Joystick muss in Port 2 sein. Aber es ist wurscht, welchen Joystick-Port ich einstelle im Emulator, es geht nichts. Und auch welches Joypad ich anschließe, es geht einfach nichts. Ich kapiere es nicht, wie ich in das Spiel reinhupfe. Alles auf der Tastatur, egal was ich drücke, es geht nichts. Deswegen habe ich urlange herumgeschissen, habe mehrere ROMs runtergeladen. Nein, es will einfach nicht anfangen. Gut, dann habe ich mir gedacht, ja, ist ja wurscht, machst James Bond. Gut, hab da halt eben die ROMs, was ich habe, weil ich vor Ewigkeiten, bevor ich noch angefangen habe mit YouTube und so irgendwas, da habe ich schon diese ROMs gehabt für meinen Amiga-Emulator und sowas. Und lustigerweise, dieses Spiel habe ich damals auch gehabt, früher in meiner Jugend halt eben, nur war es natürlich eine Sicherheitskopie. Und bei dem Spiel, fast jede Sicherheitskopie, die man kriegen kann, geht nur bis Level 3, glaube ich, ist es. Level 2 oder Level 3. Das, wo es dann ins Wasser hupst und mit dem Lotus halt eben umgewandelt auf U-Boot, dann eine weitere Action-Sequenz hast, weil das Spiel ein Action-Spiel ist. Und dort hat es sich immer aufgehängt, das Spiel, weil das auf einmal, da kommen keine Gegner oder was, du fährst kurz herum und hast auf einmal die ersten Grafik-Glitches. Und das habe ich bis jetzt immer gehabt. Jetzt habe ich gestern halt eben auch, ich habe zwei ROMs, habe ich von dem Spiel zufällig auf dem Computer gehabt, probiere die aus. Spiel immer bis zu diesem Level, weil ich gewusst habe, ich muss aufpassen, bevor ich da jetzt da großartig was aufnehme, dass ich euch keine hinnige ROM zeige. Und bei beiden ROMs war das dann. Dann bin ich wieder auf die Suche gegangen, haben wir wieder ein paar ROMs runtergeladen. Jetzt habe ich eine ROM gefunden, die funktioniert. Ich weiß auch nicht, wie weit ich kommen werde in dem Spiel. Aber halt eben, ich habe mir gedacht, spaßhalber, tue ich jetzt bei dem Spiel diesen Cheat aktivieren mit unendlich viel Leben. Nichts anderes. Das ist eh schon, es ist zu wenig eigentlich für dieses Spiel, weil ich würde nämlich gern euch mehr von dem Spiel zeigen, als was ich damals in meiner Kindheit oder in meiner Jugend gesehen habe. Gut, das war das. Jetzt erkläre ich noch kurz weiter. Also wir fahren herum mit dem Lotus aus dem Film. Auf der linken Seite haben wir die Karte des Levels. Das ganz unten sieht man eh, blinkt halt eben ein weißer Punkt. Das sind wir und wir müssen ganz rauf. Da haben wir halt eben eine Fahrstrecke. Dann wechseln wir auf ein Motorboot ab der Hälfte und dann fahren wir mit dem Motorboot rauf. Ja, so viel dazu. Man steuert das Ganze mit Joystick, eh klar. Und viel mehr gibt es eigentlich nicht. Weil ich habe mir extra noch die Anleitung fünfmal durchgelesen, weil ich mir gedacht habe, hey, wie aktivierst du eigentlich die ganzen Specials? Das Lustige ist, dass du aktivierst alles gleichzeitig mit dem Feuerknopf. Der einzige Unterschied ist, glaube ich, Paint und Smoke aktiviert man, indem man drauf bleibt auf dem Feuerknopf. Das heißt nicht jetzt ein Dauerfeuer oder irgendwie sowas, sondern du musst wirklich drauf bleiben, dass das Ganze aktiviert wird. Und das wollte ich auch noch erwähnen, dadurch, dass das Ganze gestern gewesen ist, dass ich gestern herumgeschissen habe und das habe nichts zusammenbracht, bin ich auch zu meiner Review kommen gar nichts, dass ich da was aufnehme. Hatte ich jetzt heute die Zeit, Lust und Laune, dass ich mir auch mal den Film wieder anschaue. Dann kann ich vielleicht ein bisschen mehr erzählen, weil das ist ja bei dem Film, halt eben The Spy Who Loves Me, ist ja mit Roger Moore. Und das Bond-Girl ist die Barbara Bach, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Eine schöne Dame. Nicht hundertprozentig mein Fall, aber trotzdem, sie ist süß und hat was. Definitiv. Roger Moore hat zwar schon gut seine Arbeit gemacht als James Bond, für mich gehört er eher zu diesen lustigen Bonds. Mein Favorit ist eigentlich immer noch der Sean Connery, gleichzusetzen mit dem Lazenby, George Lazenby, John Lazenby, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, sorry. John Lazenby? Einer von die zwei. Es waren die Lazenby. Zwillinge waren es. Nein, also von dem muss ich zugeben, da hätte ich gern mehr gesehen als nur einen James Bond, den fand ich cool. Der Timothy Dalton, den fand ich nicht so dolle.
der Pierce Brosnan, den fand ich wieder am akzeptabelsten als Gentleman-Spion. Ist aber auch nicht mein Favorit. Und der Daniel Craig, der ist eine eigene Geschichte für sich, weil das ist, finde ich, ein komplett anderes Setting und halt eben ein anderer Stil. Der gefällt mir auch sehr gut, aber halt eben, wie gesagt, der beste Bond für mich ist eigentlich der Sean Connery, wobei der Lazenby, den finde ich eigentlich auch cool und da hätte ich eigentlich gerne mehr davon gesehen. Gut, aber jetzt habe ich schon genug gequasselt, jetzt hupfen wir mal ins Spiel rein. Wenn man am Anfang das Intro rennen lässt, was ich jetzt nicht gemacht habe, dann spielt man das Spiel normalerweise so, dass man da durchheizt, wie ein Narrischer. Und halt eben mit dem Feuerknopf kann man halt eben so seine Waffe abfeuern. Jetzt, ich spiele es einmal so, wie ich es als Kind gespielt habe, beziehungsweise wie es eigentlich gedacht ist, dass man spielen sollte. Das heißt, schnell und rücksichtslos, sagen wir es mal so, und ich bin schon hier. Weil du nämlich ja nicht abkommen darfst. Die Steuerung ist nicht die beste, bei weitem nicht, weil es alles ein bisschen langsamer von immer bei der gleichen Stelle hat es mich raus, gell? Weil das Auto agiert nicht sofort. Das hat irgendwie, du drückst nach rechts, jetzt soll ich lenken, okay, jetzt lenke ich rechts ein. Was, jetzt will er nach links, okay, jetzt lenke ich nach links. So ungefähr kommt die Steuerung rüber. Und wenn ich schnell fahre, dann fahre ich quasi dem Spielebildschirm davon. Du hast null Reaktionszeit. Das ist, du biegst am oberen Rand des Spielebildschirms und du kannst dich auf nichts wirklich einstellen. Das waren Minen zum Beispiel. Das sind Leute, also Passanten, die sollte man eigentlich nicht zusammenführen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das jemals gesehen habe. Nicht einmal in den Deleted-Scenes von James Bond. Das heißt, also das finde ich auch so süß, wenn du kurz Gas gibst, halt eben, dass er da hinten die Flammen raushaut. Ist echt ein lieber Gag, aber na, das kann der Lotus nicht. Vielleicht, wenn der Q ein bisschen nachhilft oder was, aber von Haus aus kann er es nicht. Gut, also kriechen wir durchs Level, damit wir vielleicht eine Chance haben, dass wir das schaffen. Ja, fast alles in dem Level macht unser Auto hin, fast alles. Diese Hütchen zum Beispiel nicht unbedingt, das schaut zwar lustig aus, aber das macht uns nichts, das Öl ist eine Katastrophe, weil dann wirbelt es uns halt eben in alle Richtungen und sobald wir halt eben von der Straße abkommen, das ist ganz schlecht. Aber bitte. Gut. Ich weiß nicht, vielleicht würde ich spaßhalber wirklich mal so James Bond Musik irgendwie einspielen, jetzt nicht die Originale von einem anderen Spiel vielleicht, weil damit man halt eben das ein Feeling kriegt, weil quasi, weiß nicht, eine Ehrenrunde oder halt eben, wie sagt man das gar, wenn man auf eine Rennstrecke fährt und sich die Rennstrecke anschaut, wie heißt denn das gar? Ach Gott, da gibt es einen eigenen Namen dafür. Genauso wie es die Ehrenrunde gibt, ja, gibt's das auch, von wegen, dass man sich vertraut macht mit der Strecke. Besichtigungsrunde, glaube ich, so heißt es, genau, eine Besichtigungsrunde mache ich da als James Bond. Aber was ich gemeint habe, wäre das, falls ich eine andere Musik auf die Gachen finden sollte, wenn nicht, baue ich es nicht ein, dass das sich halbwegs gut anhört von einem anderen James Bond Computerspiel. Jetzt verlieren wir die extra noch. Dass ich es extra langsam abspielen würde, das passend wäre zu meinem Fahrstil, weil das ist Miss Daisy und ihr Chauffeur, was ich da zusammenfahre. Aber im Endeffekt, so kommst du wenigstens halbwegs gut durchs Level. Und es gibt kein Zeitlimit. Also du hast. So, ja genau, jetzt fahren wir rein, jetzt kriegen wir unser Motorboot. Das Lustige, was ich halt da auch finde, ist das von wegen, wenn du nur ein bisschen zur Seite fährst, ein bisschen mehr nach links oder nach rechts, fast Vollgängernsteg und dich zerreißt und du kannst das Level wieder von vorne anfangen. Jetzt da haben wir die Hälfte vom Level geschafft, das heißt, jetzt haben wir quasi einen Checkpoint erreicht, jetzt hat sich die Gangschaltung umgewandelt in einen Sollwertgeber, ich sage jetzt mal Sollwertgeber, vom Motorboot, wir können natürlich auch wieder erfetzen, aber wir haben dieses Mal Raketen, genau, Raketen und Smoke haben wir. Den Smoke könnte man dann einmal ausprobieren, wenn man länger drauf bleibt, genau, dann haut es hinten halt eben die Dinger raus. Und was will ich jetzt noch sagen, ja, naja, ich kriege jetzt weiterhin durch die Levels, da gibt es ja auch einen Bug, einen schönen, weil hier gibt es jetzt die Rampen,
So, ich fahre jetzt auf die Rampe drauf. Und er springt. Da haben wir halt eben irgendwelche Badetouristen, keine Ahnung was, die sind halt eben die gleichen wie die Maxeln auf der Straße. Die sollte man, wenn möglich, vermeiden, sonst gibt es 50 Punkte Abzug bei unserer Highscore. Aber wenn wir jetzt links schauen, links auf der Map, da jetzt, ich glaube, na, also die Rampe wurde jetzt nicht angezeigt, aber wenn man schaut, ein bisschen weiter oben hat man diese dickeren roten Flecken. Und das ist normalerweise dafür da, von wegen, hey, das ist eine Rampe, das ist eine Rampe, dass du ein bisschen eine Ahnung hast, in welche Richtung du fahren sollst. Nur die erste Rampe, was da links angezeigt wird, beim Dreiviertel nach oben, die links, die ist gar nicht dort. Da ist keine Rampe. Entweder ist sie rechts oder sie ist überhaupt nicht da. Das ist auch so ein süßer Bug oder halt eben Grafikfehler, der sich da eingebaut hat. Oder ist es da? Ah nein, warte mal, da haben wir ja eine Rampe, genau. Die ist gar nicht, die wird gar nicht angezeigt, richtig. Die halten sehr viel aus, die ganzen Boote. Das ist noch das Schwächere, das ist halt eben das Gummiboot. So, da müsste jetzt rechts eigentlich eine Ding sein. Eine Rampe und... keine Rampe da, du hast keinen Retourgang. Wenn du da reinfährst, bist Meier. Und ich versuche halt eben jeden Q-Point zu bekommen, weil nämlich im nächsten Level fahren wir dann wieder mit dem Auto. Ich weiß, ich spiele das extrem auf Sparflamme, aber ist wurscht. Es gibt keine Zeit, deswegen genug Zeit für mich zum Quasseln. Perfektes Spiel für einen, schauen wir mal, Quickie. Wir müssen unbedingt urviele Punkte sammeln, weil nämlich im nächsten Level fahren wir mit dem Auto und am Ende von diesem Level, was nämlich genauso lang ist wie dieses komplette Level, halt eben mit Auto und mit Boot, und am Ende von diesem Level musst du beim Q, das ist mehr auf Spy Hunter, also eigentlich das kann man auch noch sagen, das Spiel ist stark angelehnt an Spy Hunter, zumindest diese Levels, wegen alleine das von wegen, dass du wechselst vom Auto zum Boot und sowas und ab dem nächsten Level hast du halt eben das, dass du dann auf der Straße fährst und dann kommt dieser Q-Transporter, was genauso gleichzusetzen ist wie dieser Truck bei Spy Hunter, wo du mal reinfährst. Nur bei Spy Hunter hast du immer pro Truck hast ein Special bekommen und in dem Spiel ist das einfach, der Q fährt herum mit seinem Ice Cream Truck oder halt eben mit seinem Gadget Truck und du fährst rein, so à la Knight Rider mäßig, kann man ja auch sagen, und dort drinnen musst du dir dann deine Specials freikaufen. Aber du musst spätestens gegen Ende des Levels musst du den Submarine Umbau musst du dir kaufen, weil du den brauchst, damit du dann ins Wasser hupfst und dann der Lotus sich umwandelt in ein Unterseeboot. Dann kannst du erst fortfahren mit dem Spiel. Wenn du das bis zum Schluss nicht machst oder die falsche Abzweigung nimmst am Ende des Levels, wiederholst du das Level wieder. Also es ist komisch gemacht, wirklich komisch gemacht, aber bitte soll so sein. So, da kommt jetzt eine Rampe. Oh, Rampensau, yeah. Geht schon. Gut, und weiter hinten kommt dann noch einmal so ein Szenario, wo man sich entscheiden muss, links oder rechts. Und ich hoffe, ich nehme dieses Mal die richtige Ausfahrt. Zack. So, schießen wir mal. Das ist der Smoke. Das kann aber auch nicht viel. Außer Umweltverschmutzung. Also, Umweltverschmutzung, wie sagt man das gar? Ah, was ist das? Feinstaub, genau, Feinstaub. So, ich möchte meine Q-Points haben. Wow, 500 Punkte! Action, Atmosphäre, Schnelligkeit! Ja, wir haben keine Raketen mehr. Toll! Toll! So, wir müssen nach links, gell? Ja, genau. Sonst fahren wir das Dingele rein. Dung, 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 dung. Dung, 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 dung. So, den haben wir weggerammt. Eine Rampe. Cool. Und da ist dann noch... da erwischen wir das noch? Ja, wir haben es noch erwischt. Da ist auch noch lustig. Das ist das Ende des Levels. Und Du solltest stehen bleiben, aber halt eben, du kannst doch voll ins Pier reinkrachen. Du verlierst, glaube ich, nicht einmal ein Leben, wenn du das machst, in Wirklichkeit. Und ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, ich glaube, man hat normalerweise, wenn man ohne Cheats spielt, hat man 3 Leben. So, ich bin jetzt stehen geblieben. Normalerweise, der fährt einfach durch. Szene 2. Having completed their meeting with Stromberg, Bond and Anya return to their hotel. Stromberg, however, sends out his agents to kill them. Boah, ich konnte es jetzt endlich mal lesen, komplett.
So, jetzt haben wir wieder das komplette Level halt eben, auch auf der linken Seite sieht man eh, und ganz zum Schluss sieht man, rechts wäre die Brücke, das heißt, das ist das, wo wir eigentlich anfangen, nur darunter, und links hast du einen Steg, wo es dann reinhupst ins Wasser. Und bis zum Ende müssen wir mindestens 150 Punkte, müssen wir nämlich sammeln, für diesen geschissenen Submarine Upgrade. Und alles weitere halt eben kannst du so noch dazu kaufen, wenn du genug findest. Gut, wir fahren jetzt da ganz langsam. Jetzt in diesem Level hat man auch Rampen, das ist auch süß gemacht. Wenn du nämlich die Rampe direkt anfasst, dann springst du drüber. Wenn es das seitlich erwischt, richtig seitlich erwischt, sage ich jetzt einmal, dann fasst auf zwei Reifen. Wenn es das Deppert erwischt, dann überschlagst du dich. So, da haben wir jetzt das Motorrad aus dem Film mit dem Beiwagerl, wo es dann halt eben die Rakete da wegschießt, das macht es da auch. So, dass die Leute zusammenführen, ist wurscht. Auch da wieder, ich scheiß mir da nichts. Dadurch, dass ich unendlich viel Zeit habe, wir machen eine Besichtigungstour. Sollte man ja auch machen in einem, schauen wir mal, Projekt. Ne, dass man das, ich will ja das Spiel herzeigen, deswegen Besichtigungstour. So, wir nehmen die rechte Ausfahrt. Da kommen jetzt auch mehrere Kontrahenten. Unter anderem war jetzt da halt eben das Motorrad. Da ist der Q-Transporter. Und wir haben nicht genug. Ja, da ist jetzt ein Bösewicht. Und das finde ich auch so behindert. Den machen wir noch gar fertig. Das nämlich, du musst wirklich punktgenau musst auf die Rampe fahren. Ah, wenn ich da links gefahren wäre, wäre ich hingewesen. Auch nicht schlecht. Weil sonst nimmt mich der nicht an. Ah, okay, mit der richtigen Geschwindigkeit war jetzt gegangen. So, hier können wir unsere Rüstung oder halt eben Rüstung, na Blödsinn, die Panzerung, Entschuldigung. Die Panzerung können wir da auffüllen. Ich kaufe es einmal, das kostet mich 15, okay. Das war gerade Paint Refill, das wollte ich auch noch drauf eingehen, weil im Film hat er hinten ja, der hat ja kein Öl, was er raushaut, sondern das war ja extra vom Special vom Q, ist ja das extra noch gezeigt worden in seiner Werkstatt, dass das halt eben hinten schwarze Farbe rausschießt. Deswegen schafft das dann auch den Ford Granada, Taurus, ich weiß nicht, da gibt's ja dieses eine Modell von Ford gegeben, was 100.000 Namen gehabt hat. Ich weiß bis heute nicht, was da der Unterschied war zwischen den ganzen. Wahrscheinlich von wegen, das eine war das Coupé, das andere war wahrscheinlich der Kombi oder irgendwie sowas. Aber ja, wo der Beißer drinnen ist und er die ganze Zeit abfetzt und im Endeffekt nimmt er dann die Paint, damit's von der Bergstraße runterfliegen. Gut, Smoke ist im Film eigentlich nicht vorgekommen, aber kann man halt eben auch kaufen. Da haben wir jetzt die Pursuit Missiles, das sind die Boden-Boden-Raketen, die kaufe ich definitiv. Das sind die Intercept Missiles, das sind die Boden-Luft-Raketen. Das wäre gegen Ende des Levels, wäre man dann verfolgt von dem Hubschrauber. Aber ja, brauche ich jetzt auch nicht. Und die grün umrandeten, das sind alles Waffensysteme oder halt eben Zusatzsysteme, die man braucht fürs Unterseeboot. Extrem wichtiger Zusatz, muss ich zugeben, aber das Blöde ist, dass du verbrauchst ja mit jedem Mal abfeuern, verbrauchst du auch jeden Zusatz. Und das ist katastrophal, aber da reden wir drüber, wenn wir es bis dorthin schaffen sollten. Also das eine wären halt eben Side Rear Balls, weil du schießt normalerweise dann in dem Level nur nach vorne und da schießt seitlich halt eben und nach hinten auch gleichzeitig. Die Torpedos schießen in alle Richtungen, das ist ein Rundumangriff so auf die Art. Der Miniature Laser ist eine super Angriffswaffe, nur nach vorne, und das ist das Upgrade, die Sub-Capability ist es halt eben. Ich kann mich nicht erinnern, dass er irgendwie hakeln hat müssen, der James Bond, dass er sich das verdienen muss erst beim Q, aber in dem Spiel hat man es halt eben. Und lustigerweise die Sequenz da mit dem da drinnen stehen und ha 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 und so irgendwas, das erinnert mich voll an Knight Rider. Aber ist wurscht, wir haben jetzt da unsere Panzerung aufgerüstet und wir sparen jetzt da weiter auf unseren Sub-Upgrade. So, mit brachialer Geschwindigkeit haut uns da der Q aus dem Ding raus. Das sind die Stärkeren, die halten halt eben extrem viel aus, sieht man eh. Und das sind ganz miese Pimps, weil mit der Zeit hauen die nämlich dann Minen vor dir raus, die schießen auch in alle Richtungen, oder zumindest könntest du das irgendwie. Da erwischt man das noch. Q-Points. Super, haben wir erwischt. So, da ist der nächste. Zum Glück gibt es in dem Spiel nicht wie bei Spy Hunter die Autos mit die, na, mit
mit den Dinger, die mit den Reifenzerschneider, weil das wäre echt eine harte Partie, weil dann müsstest du Gas geben und das kannst du vergessen bei dem Spiel. Wenn du da einmal Gas gibst, deswegen fahr mal gemütlich. Ja. Willst du mich überholen? Dann überhol mich. Boah. Ja, ich kann nicht mal rüberlenken, dass ich den attackiere, weil ich die ganze Zeit gegen die Absperrung fahre. Der hat jetzt einfach nach hinten gefeuert, ohne irgendwas, weißt, ohne dass er eigentlich die Fertigkeit dazu hätte. Okay, jetzt hat es ihn zerrissen. Schauen wir mal, dass wir den auch noch zerreißen. Und was mir auch so gefällt, ist, dass der Punktestand, wenn ich stehen bleibe, hört der Punktestand auf, gehen wir ein bisschen Gas, geht er wieder rauf. Domag, muss ich auch zugeben, das ist so eine Firma, die hat mir zwar an sich gefallen, aber von denen bin ich gewohnt, halt eben, die haben gute, also die Spiele haben meistens gute Grafik. Heißt jetzt nicht, dass Domag die gemacht hat, aber alleine vom Publishen her, dass die meistens eine gute Grafik haben, aber irgendwas stimmt immer mit der Steuerung nicht. Oder irgendwo hat es was bei dem Spiel, dass das für mich kein Hit geworden ist. Oder irgendein Lieblingsspiel. Das ist bei den meisten Sachen von den Dinger. So, wir sind jetzt da ungefähr bei der Hälfte angelangt vom Level. Das ist schön. Ja, und dann gibt es ein paar Typen, das sind einfach geistig Kranke, die da durch die Gegend heizen. So, ich mache meine Q-Points. So. Jetzt fällt es mir dann nieder. Ich kann mir's leisten. Yeah. Da wirst du einfach niedergefiert. Wurscht. Ja, und aus irgendeinem Grund Wasser macht langsam. Keine Ahnung warum. Aber es ist so. Ah. Und nein, ich will es extra so spielen, weil ich möchte euch ja was zeigen vom Spiel. Ich möchte jetzt nicht irgendwo zwischendrin auf einmal dann mal volle Wäsche Gas geben, weil du da lenkst das nicht. Das ist nämlich das Problem. Jetzt da okay mit dieser vierspurigen Autobahneinheit da von Mirus, da kann man sich ein bisschen zur Wehr setzen. Aber sobald du einmal Gas gibst, verlierst du das Spiel. Deswegen, nee, mach ich nicht. Ich weiß, es wird kein atemberaubendes Schauen wir mal Projekt, weiß ich auch. Aber ja, kann nicht jedes jetzt ein Mörder-Hit sein. Und ich weiß noch immer nicht, was das sein soll. Hey, ich hab's perfekt geschafft. Ja. Also perfekt, dass ich auf die Rampe raufgefahren bin, weil. Andere Richtung. Zack. So, Sub-Capability haben wir. Wunderbar. Und den Rest investieren wir in Panzerung. Jetzt fahren wir raus, weil jetzt kommt gleich das Dingele. Au! Der Wagen war gerade neu. Den hat mir der Q sogar poliert. Na, siehst du, da komme ich nicht hin. Ah ja, shit. Ja, okay, gut. Jetzt muss ich sogar anfangen, ein bisschen Gas zu geben. Wegen dem Helikopter. Ah ja, okay, wenn man die linke Ausfahrt. Weil nämlich der Helikopter, der ist gemeingefährlich. So, jetzt ist er mal über mich drüber geflogen. Und jetzt muss ich nämlich Gas geben, dass er nicht vor mir ist. Haha, passt. So, jetzt kommt gleich die... Da ist, genau, die Ausfahrt darf ich nicht verfehlen. So, aber ich will mich nicht zusammenfetzen lassen. Hüpf! Well done, James. Sehr gut. Jetzt kommen wir ins nächste Level. Das Submarine Level. In the town where I was born. So, Submarine Level. Wir haben nur leider die Waffensysteme nach vorne. Da können wir auch nicht stehen bleiben. Das ist blöd. So, hier kriegen wir Rockets, glaube ich. Ah, Rear. Genau, jetzt können wir nach hinten fetzen. Es bringt nicht viel, die anderen Dinger da zusammenzufetzen, aber manchmal muss das machen und du bist urangewiesen auf die ganzen Extras, die man da kriegt. Ohne denen, jetzt können wir zu Seiten fetzen und wir sehen gerade, dass der Amiga 500 ein wenig struggelt mit der Performance. Wieso schießt du jetzt nicht mehr nach rechts? Dankeschön. Das hat
wahrscheinlich das Ding nicht mehr mitbekommen. Ja, das ist jetzt überflüssig, weil nämlich hier haben wir einen Bossgegner. Den ersten auf unserer Liste. Und wir haben sehr viele Bossgegner in diesem Level. Das ist halt eben, das macht das Ganze jetzt auch nicht leicht. Au, 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 au. Und der Hund kann natürlich, also er, der Böse. Der Hund kann natürlich in alle Richtungen schießen, ich nicht. So, jetzt kriegen wir die Torpedos. Und es könnte nachher sein, dass ich sogar noch zu einem weiteren Dingele greife. Nicht Cheat oder was, aber... Ach Gott. Ja, da ist der Nächste. Und natürlich fällt es mir voll rein. Jetzt kämpfen wir nämlich gegen zwei von denen. Au! So, das war der Erste. Dass ich nämlich anfange, dass ich Dinger mache. Dass ich speichere zwischen den Levels. So, jetzt muss ich ganz vorfahren, damit ich die beiden Sachen kriege. Weil A ist ganz wichtig, das ist die Reparatur, also Armor, das wir bekommen. Und pass auf, Entschuldigung, ich werde jetzt ganz kurz einmal reinhupfen. Ich weiß nicht, ob es gut ist, das zu machen, aber ich mache gar keinen Safe State. So. Wie gesagt, mir geht es darum, ich möchte euch was vom Spiel zeigen. Und ich weiß ja nicht, ob ich es zusammenbringen werde, dieses Level zu schaffen, weil das nämlich nicht einfach ist. So, da ist... Ja, weiß noch nicht. Ah, da kommen jetzt die ganzen Taucher und da haben wir unseren Boss. Ich weiß jetzt eh nicht, ob wir dem davonfahren können oder was. Also nicht davonfahren, aber bei dem, was ich weiß... Alter, die Performance ist eine Katastrophe. Ah, jawohl, jawohl. Entschuldigung, ich mache jetzt noch einmal Safe State. Ich weiß, es ist volles Cheaten, was ich jetzt gerade mache. Ich weiß es. Es tut mir leid. Ich weiß es. Und wir gehen kurz rein in Chipset. Ich werde ganz kurz die Geschwindigkeit erhöhen, beziehungsweise in Amiga 500 mehr Power geben, damit das Ganze auch ein bisschen Gesicht hat. So, hier haben wir das. Das ist schön. Weil nämlich, was wir jetzt da haben für einen Endgegner, der hat es in sich. Au, 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 au. Und wir kriegen, glaube ich, keine Upgrades mehr. Alter, hallo! Ich brauche meine ganzen Waffensysteme für den Endboss. Hallo, ja, lass mich angelernt. Nein, ich bin's nicht. Ich bin nicht James Bond. Nein, ich bin Jacques Cousteau. Geht's weg. Alter! Die ganzen Systeme sollst irgendwie außer Gefecht setzen, was? So. Load State. Das war der, oder? Ja, passt. Ach, Entschuldigung. Nein! Ach Gott, ich muss jedes Mal das Ding umwandeln, gell? So, das, ich tu's nochmal speichern. Ich muss eh da alles rauslöschen vom... Also, im Okay, jetzt hat er sich aufgehängt. Das Spiel wollte mich gar nicht mehr lassen, gell? So. Aber jetzt. Dafür haben wir jetzt wieder die langsame Variante. Okay, super. Wie gesagt, als Kind, ich habe nicht einmal das gesehen. Im Level. So, lass mich die angelernt. Das wäre schön. Ich habe auch von dem Spiel ehrlich gesagt noch nie eine andere Variante gespielt. Also jetzt C64er, PC oder, keine Ahnung. Die anderen Varianten habe ich nie gespielt, immer nur die Amiga-Variante. Aber eben da nicht sehr weit, ne? Okay, das haben wir mal. Blöd ist halt eben das, dass du die ganzen Waffensysteme aufbrauchst, na, durchschießen. Das ist halt eben, das bricht ein bisschen das Genick. Und wenn du nicht schnell genug bist, ja, das kannst du vergessen. Ich glaube, ich werde das nicht einmal zusammenbringen. Nein! Laden wir es noch einmal. Okay.
Und ich werde noch einmal die Performance raufgeben, wenn es möglich ist. Chipset. Aber ich glaube, es wird eh nicht möglich sein. Jetzt, genau, ja. Also das sind diese Grafikglitche, was ich gemeint habe. Gut, einmal, ich lade es einmal noch, vielleicht funktioniert es. Ich sehe schwarz bei der ganzen Geschichte. Wobei, warte mal. Na, wir kriegen ja voll. Ist auch das erste Mal seit, weiß nicht, seit Ewigkeiten oder überhaupt in einem Schaumal-Projekt, dass ich jetzt so cheate. Aber ich habe mir gedacht, von wegen, hey, ich versuche euch so viel wie möglich vom Spiel zu zeigen. Es wäre schön, wenn wir wenigstens noch ins nächste Level kommen würden. Was ich weiß, ist eh der Endgegner, das ist der schwierigste überhaupt im ganzen Spiel. Ah, da drüben. Ja, schlecht dich. Schön, die erwischen mich gleich. Na, das ist natürlich auch ganz geil, wenn das passiert. Okay, ist wurscht. Ich probiere es jetzt noch. Ich hau noch ein Save State rein. Das wird mir zwar nichts bringen, aber... Mit dem Dingele. Okay, load. Au! An sich kann ich eh nur schauen, dass ich das irgendwie so mache. Aber ich verliere trotzdem dauernd was, weil er mich trifft. Weil ich ein viel zu großes Ziel für ihn bin eigentlich. Scheiße! Wie viel hält denn der aus? Okay, einmal probiere ich es noch. Warte mal, wenn ich da vor... Okay, pass auf. Ich mache es so von wegen, ich probiere es jetzt ein paar Mal. Wenn ich es zusammenbringe, halt eben, dann sehen wir uns nachher wieder. Wenn nicht, sehen wir uns auch nachher wieder. Bis gleich. So, einmal bin ich noch da, weil ich habe es jetzt einmal geschafft. Hab's auch gespeichert, nur ich möchte euch einmal zeigen, es ist möglich, dass man den schafft, nur die Taktik muss aufgehen. Da mal vorbei und immer wenn er dann rüberkommt, dann schießen und wieder ausweichen und fetzen. Ah, nein, das wird nichts. Das wird, glaube ich, nichts. Ich glaube, er erwischt mich zu oft. Die Steuerung, ich meine, ist eh klar, wir sind unter Wasser, weißt, da geht alles langsamer, aber es ist eine Katastrophe. Bis der reagiert mit dem Zurück... steuern. Komm schon, du Hund. Ah, nein. Ich möchte es nur einmal vor der Kamera schaffen. Wir machen es nochmal. Für den Fall der Fälle, dass das nichts wird, werde ich es löschen. Und ihr werdet es nie sehen. Ich weiß schon, es soll schwer sein, aber das ist teilweise ist es unpackbar und unnötig. Dieses unnötige urschwer machen und so irgendwas. Ich weiß schon, manche stehen sich drauf mit Bullet Hell Shooter und boah, das muss so schwer sein, weil eben dann bist du der Oberkracher, der Klopse, der oberste Käse oder was im Videospielbereich. Aber ich finde das, weißt du, du solltest eine Chance haben. Komm. Nein, nicht. Ich hätte es fast. Fast habe ich es. Komm. Sehr lieb. Du Hund! Noch einmal. Alleine der Erste, dass mich der da unterwischt. Ja, na volle Wäsche. Jetzt kann ich es nicht vergessen. Jetzt hat er mich schon so oft erwischt, der Arsch. Das gibt sich zuerst, wie ich nicht die Kamera rennen gehabt habe gerade. Das ist so... Es ist nicht bibi einfach gewesen, aber...
Ja, und einfach nur links, rechts. Ich meine, ich bin schneller drüben, das gebe ich zu, aber er trifft mich dafür auch öfters. Aber das schaut gar nicht mal so schlecht aus jetzt da. Ich bin ein bisschen schneller sogar in Bewegung, kommt mir vor. Au, au, au. Was hält der aus? Innen, komm! Ja! Six, das habe ich gemeint. So, ganz kurz noch, ich speichere es jetzt noch einmal sicherheitshalber ab. Und ich überlege mir, ob ich überhaupt das Ganze rausschneide aus dem, dass ich dann in Wien UAE zeige, man sieht jetzt eh nichts. A few days later, James and Anya join an American nuclear submarine on patrol when it's captured by Stromberg. Schaut euch den Film an. Oh ja, na, das ist ganz geil. Weil nämlich, ich steuere mit der Maus. Oh, ich hätte die braucht. Ich hätte die Munition braucht. Du steuerst mit der Maus, die nicht wirklich präzise ist, muss man auch zugeben. Und das Blinken hilft überhaupt nichts, weil ich werde der Scharsauger davon. Und ich habe keine Munition mehr, gell? Und ich feuere aber mit dem Joystick. Das erwische ich ja nicht einmal. Und ich muss immer warten, bis ich aus Mitleid eine Patrone bekomme. Noch einmal. Also nochmal, ich ziele mit der Maus und schieße mit dem Joystick. Das macht nicht sehr viel Sinn, ne? Oder bin ich da alleine mit der Auffassung? Ich weiß gar nicht, ob man es mit dem Joystick auch spielen kann, aber ich will es ehrlich gesagt gar nicht ausprobieren. Und ich habe keine zwei, also an sich ist schon zwei Schuss, nur es dauert so lange mit dem Aufladen. Okay, das habe ich nicht gewusst, dass wenn dich die da erwischen, dass du gleich hin bist. Das war mir neu. Theoretisch hast du eine Art Pattern. Ja, toll, natürlich daneben. Unbedingt die ganzen Schuss. Ah, jetzt habe ich wieder mal welche gesammelt. Sehr schön. Ja, keine Munition mehr. Das ist doch... Alter! Ah, okay, aber wir haben es geschafft. Haven't taken the control room. James must prevent the stolen submarines from reaching their launching sites near Moscow. Alter, ein Wunder, dass wir jetzt weitergekommen sind. Echt schwere Geburt. Gut, das ist jetzt da auch interessant, weil nämlich da oben haben wir so ein Spielchen, du musst den richtigen Code eingeben. Okay, jetzt gibst du einen Code ein mit den Zahlen
Und was ich sicherheitshalber speichere ist, ich weiß jetzt nämlich nicht, ob da wieder irgendwas kommt, ob da auf einmal ein Countdown dabei ist oder halt eben ein Zeitlimit. Okay, gehen wir mal, machen wir so, wie es am einfachsten ist, dass du das Rätsel löst, weil jede Nummer steht für ein Zeichen. Damit du rausbekommst, welches Zeichen du oben eingeben sollst, um den Launchcode rauszufinden. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5. Und 5 kannst du nur eingeben. Enter. Okay. 1 ist das Ding. 2 ist der rote Balken. 3 ist halt eben das, 3, ist das Quadrat. 4 ist überhaupt nichts. 5 ist auch nichts. Das heißt, wir hätten jetzt da 2, 1, 3, 2. 2, 1, 3, 2. Sollte man vielleicht irgendwo aufschreiben bei meinem Flohgehirn, was ich da habe. Sicherheitshalber. 2, 1, was habe ich gesagt? 2, 1, 3, 2. Und die restlichen Nummern müsste man noch rausfinden. Jetzt weiß ich aber nicht, wie viele Versuche man hat. Weil wenn ich jetzt, gehen wir es mal kurz ein, wie wir es brauchen. 2, 1, wobei das ist eigentlich ein Blödsinn. Ich habe das Falsche eingegeben. Ja, eh, na, wir haben Debriefing, you failed to crack the launch codes correctly. Also so rennt es aber. Jetzt probiere es jetzt einfach noch einmal. Hoffe ich, dass ich das machen kann. Ansonsten muss ich den Ding laden. Weil ich glaube nämlich, so ist jetzt das Spiel komplett vorbei. Ja. Das ist so ein Ohrschwatzen, was? Also wurscht, das Spiel oder die Macher. Habe ich es auf 1 gehabt oder auf 2? Nein, das immer. Okay, also nochmal. Jetzt brauchen wir aber eh nur mehr 5, 6, 7, 8, 9 und 0 vielleicht, ne? 6, 7, 8, 9, 0. 6, 7, 7 brauchen wir. Okay, erst dann wissen wir es jetzt da. 2, 1, 3, wo habe ich meinen Zettel hingegeben? Der ist reingeflogen. 2, 1, 3, 2, 7. Das ist jetzt der richtige Code. Und da wird es jetzt ganz lustig. Input from back, one target from book. Da sollst du jetzt die Dinger eingeben. Ich weiß nicht, das müsste normalerweise weiterhupfen. Oder, was, ich muss entweder reinhupfen. Muss ich jetzt auf Enter drücken? Na. Ist das jetzt das? Gut, wurscht. Das ist quasi jetzt, da kommt der Kopierschutz vom Spiel. Jetzt da. Im Handbuch hast nämlich da drinnen, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, ich werde kurz das Licht einschalten. Es ist keine große Offenbarung oder irgendwie sowas. Es gibt nur einen einzigen Launchcode. Plus der Launchcode, das finde ich nämlich süß, ist der gleich oder die Positionen musst nämlich eingeben jetzt von den jeweiligen Unterseebooten, dass sich die mit den Nuklearraketen zusammenfetzen. Und die Positionen sind im Film drinnen. Das heißt, wenn man das nicht hat, könnte man eigentlich im Film nachschauen. Aber so steht es halt eben drinnen. Ist es das? Nein, Entschuldigung. Da haben wir es. Also Submarine 1 ist 0,39, 0,48 Grad und Submarine 2 ist 0,38, 0,22 Grad. Aber im Film hast du das auch drinnen. Also wer es jetzt noch nicht gesehen hat oder ich habe mich bocciert anstellt beim Herzeigen, dort habt ihr das auch drinnen. Gut, dann geben wir das ein. 0, 3, 9, 0, 4, 8 ist der erste und der zweite ist 0, 3, 8, 0, 2, 2. Ja. So. Jetzt haben wir beide Dinger redirected. Ah ja, da unten rechts werden sie angegeben. Und wir kommen in Szene 5, weil sie die zwei Hanseln gegenseitig abschießen. James has been given 1 hour to rescue Anya from Stromberg Fortress. Jo, und jetzt fahren wir mit diesem Jetski Richtung, wie heißt es? Atlantis, glaube ich, heißt diese Station. Und keine Ahnung, ob wir das schaffen werden.
Da musst du eigentlich, glaube ich, eh nur schauen, dass du irgendwie wegkommst. Da hilft dir kein Q mehr oder was. Da sammelst da, ja genau, Seitenschüsse sammelst auf. Ich glaube, nach hinten auch noch Raketen, irgendwie sowas. Der Jet King steht eh oben. Jet King ist es. Super. Ich fahre im Jet King. So, den haben wir zusammengefetzt. Passt. Das Level habe ich ehrlich gesagt noch nie gespielt. Ich habe das Ganze ehrlich gesagt noch nicht gespielt nach dem Submarine Level da, weil ich es ja früher noch nie gesehen habe und auch so privat, sage ich jetzt einmal, habe ich es auch noch nie weitergespielt. Ich glaube, ich habe gerade meinen Nachschub zusammengefetzt. Das ist nicht gut. Scheiße! Ah ja, und wir fahren da vom Submarine, fahren wir ja weg. In the town where I was born, leave the man who sailed to sea. And he told me of his life. Ah, toll, da haben wir auch wieder ein paar Endgegner zum Zahnfetzen. Eigentlich, die Typen sind ja wurscht. Die müsste man nicht einmal zahnfetzen. Das einzige Wichtige nur, ich brauche unbedingt, genau. Ich brauche die Zusatzsachen. Die sind ganz wichtig. Dass wir die zusammensammeln. Alles andere ist wurscht. Wo ist er? Da ist er. Weg, weg, weg hat's geheißen. Weg. Das haben sie alles rausgeschnitten im Film. Das war gar nicht da. So, irgendwas haben wir jetzt da aufgesammelt. Ich weiß nicht was. Torpedos. Au, 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 au. Bös, bös. Bitte komme ich auch irgendwann einmal zum Endboss, weil das geht jetzt auch schon ewig. Wow, voll reingefahren. So, da kriegen wir nochmal Laser. Toll. So. Alter. Ich hätte mir nicht gedacht, dass das so lang dauert, das Level. Ja, na der geht da in Parkposition, der Hund. Ich weiß nicht, warum ich überhaupt schieße. Es bringt eh nichts. Ich muss mir die Waffensysteme aufbehalten. Ich glaube, ich komme nicht weiter, solange ich da nicht irgendwen zusammenfällt. Ah, doch, jetzt sind wir wieder weitergekupft. Ah, da ist er. Ja, und darf ich den auch aktivieren? Attackieren? Irgendwann? Geht das? Ich glaube nicht. Ich muss ihm die ganze Zeit ausweichen. Stirbt der auch irgendwann einmal? Wow, toll, er ist gestorben. Ich werde das trotzdem wieder. Jetzt habe ich schon so angefangen, jetzt spielen wir es so fertig, das ist mir wurscht. Falls nicht, dann ist auch kein Beinbruch, aber halt eben, wie gesagt, jetzt kurz vorm Ende möchte ich jetzt nicht unbedingt abkacken. Mir die Blöße geben, abzukacken. So, ja, jetzt müssen wir wieder denen ausweichen, ja. Ganzen Tag nur Kugeln ausweichen, gibt's was Schöneres. Laser, brauchen wir. Und dort kämpfen wir gegen zwei von diesen Schiffen, wirst mich verhonepiepeln, das gibt's ja nicht. Wie willst du das zusammenbringen? Boah. Und keine Musik. Was? Die Soundeffekte, okay, ja, aber sind jetzt auch nicht gerade abendfüllend, was da rausgehauen wird. So, da kommen jetzt Boote. Ja, da ist er. Gut, wir bleiben wieder auf der linken Seite. Was ich toll finde, ist, dass das mit den Raketen eigentlich nicht funktioniert, was ich da zusammenfetze. Weil. Ah, jetzt, da hat er mal eine Rakete drauf. Wunderbar, super, so. So, ich brauche beides. Und jetzt kommt das nächste, ne? Ja, natürlich. So, dieses Mal greifen wir von der rechten Seite an. Thank you.
Einzige nur, ich will, es bringt nichts, wenn ich unbedingt reinfahre in das Schiff. Das hat, glaube ich, null Sinn. Verliere ich nur meine Dinge. Ah, wunderbar. So, wir speichern wieder. Scheiß drauf, scheiß drauf. Im Großen und Ganzen finde ich das Spiel schon lieb gemacht und ja, auch da wieder so ein typisches, was die Spiel, das basiert auf einem Film. Sie haben sich ja doch irgendwie Mühe gegeben, muss man ja schon ihnen zugestehen. Grafisch finde ich das Spiel eigentlich wirklich nett gemacht. Von der Action her, ein bisschen zu over. Also zu overwhelming, overdone. James has pinned Stromberg into a corridor with Anya as hostage. Bond's old enemy Jaws is also, ja, vorhanden, vorstellig, was weiß ich. So, schaffen wir das? Das werden wir höchstwahrscheinlich wieder mit dem Ding spielen, ne? Die Maus und, genau. Alter, hat der die Weihnachtselfen engagiert, der Stromberg? Das gibt's ja nicht, Alter. Das ist schon nicht aus. Das ist ur-freaky. Okay. Krieg ich wieder Munition vielleicht? Sehr gut, danke. Nein! Und vielleicht einmal Lebensenergie wäre auch nicht schlecht, wenn ich die kriegen würde. Ich habe keine Munition mehr. Hallo, wo bleibt meine Munition? Ja, na toll. Da muss fast jeder Schuss sitzen. Das ist, ja, Arsch. Plus du musst schnell sein, was? Ich weiß, ich reg mich jetzt wieder auf hohem Niveau auf. Aber es ist wirklich nervig. Plus ich muss warten, ob da extra Munition hergegeben wird oder nicht. Und wenn, dann müsste ich es auch erwischen. Vergiss es. Wenn irgendwas weniger wäre, also von wegen, dass nicht auf die Munition achten müsstest oder halt eben auf irgendwas anderes, dann ist okay. Aber so, du musst auf alles achten und jeder Schuss muss sitzen, du musst urschnell. Ja, toll. Munition bekommen. Wenn ich auch Lebensenergie dazu bekommen würde, wäre es noch geiler. Zur Munition natürlich. Was? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Entschuldigung. Einmal probiere ich es noch, aber ich glaube, ich werde es dann lassen. Ich kann nicht mehr. Das Blinken alleine von dem Fadenkreuz. Entschuldigung. Oh, ja, ich kann nicht mehr quatschen. Alter, die sind so freaky, die Typen. Aber ich glaube, das unten links, das soll sogar Frau sein. Das Ding da. Das schaut wie eine alte Frau aus, irgendwie. Das ist wirklich ein unfaires Level.
Und mir geht die Munition aus. Kriege ich wieder mal Munition? Der kommt und ich bin hin. Na, nein, weißt du was, Entschuldigung, ich lasse jetzt, ich lasse wirklich, oder ich lasse einfach so weiterrennen, ist mir wurscht. Abschließend, was bleibt zum Sagen? Es ist okay, das Spiel. Sorry, dass ich dieses Mal zu solchen drastischen Mitteln gegriffen habe und halt eben da jetzt da gecheatet habe wie eine 1. Ich habe gehofft, dass ich es bis zum Ende schaffe. Ja, ich bin bis zum letzten Level gekommen, mit Cheaten natürlich und mit Safe States und was weiß ich was alles. Aber ich habe gedacht, wenn ich euch das Spiel zeige, dann zeige ich es euch richtig und ja. Es ist jetzt eh eine mega lange Folge draus geworden, weil ganz ehrlich gesagt, hätte ich es jetzt dann nicht so gespielt, wie ich es gespielt habe, dann wäre das vielleicht, wenn es hochkommt, 20 Minuten gewesen. Und von den 20 Minuten hätte ich wahrscheinlich 15 Minuten gequasselt. Und, oder von mir aus 10 Minuten hätte ich gequasselt und den Rest davon wäre Spielzeit. Das soll es jetzt gewesen sein. Die anderen Sachen, ich habe mir es kurz angeschaut, die anderen Versionen. Bis auf die DOS-Version, die habe ich leider nicht gesehen. Die Amiga-Variante ist, glaube ich, das Highlight. Muss ich, glaube ich, zugeben. Die Atari ST-Variante schaut genauso aus. Könnte auch sein, dass das wieder am Atari ST als erster rauskommen ist. Und dann wurde es einfach 1:1 konvertiert für den Amiga. Nur der Sound oder die... Ja, also der Intro-Sound weiß ich jetzt noch gar nicht. Aber halt eben die Soundeffekte sind schöner am Amiga als am Atari ST. So viel muss ich schon dazugeben. C64er-Variante schaut okay aus. Ist aber auch jetzt nicht so spektakulär, finde ich. Die Amstrad-Spektrum-Varianten, die schauen um einiges anders aus, rein grafisch halt eben. Und da ist auch, glaube ich, was ich so mitbekommen habe, da haben sie die Levels reduziert. Also die sind nicht so lang, du hast nicht so viele Bossgegner wie halt eben am Amiga. Aber ja, deswegen würde ich mal sagen, die Amiga-Variante ist die absolute Mega-Variante. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir sind am Ende angelangt von diesem Schon mal Quickie-Projekt. Sorry, dass ich dieses Mal halt eben ausgeufert bin mit Cheaten und sonst irgendwas, aber ich habe bei dem Teil gedacht, ich mach's. In Zukunft werde ich wieder schauen, dass ich die ganzen Sachen so spiele, wie es gehören. Ich hoffe mal, euch hat Spaß gemacht, mir zuzuschauen. Ich wünsche euch natürlich wie immer einen schönen Tag bzw. einen schönen Abend. Vielleicht sehen wir uns ja das nächste Mal wieder. Ich will noch eins dazu sagen. Ich glaube zwar nicht, dass jetzt noch was kommen wird, aber für den Fall der Fälle, ich werde jetzt dieses Schon mal Projekt beenden, werde die Kamera abdrehen oder was. Werde kurz Pause machen. Ich probiere es dann noch einmal ein, zwei Mal. Werde das Ingame aufnehmen. Falls ich es schaffen sollte, kommt jetzt nachträglich noch das Ende und das Gezeigte, ich habe es zusammengebracht beim Spielen, ohne dass ich jetzt noch einmal das ganze Spiel durchspiele und dann halt eben mit unendlicher Energie, wobei bei der Variante hast du es eh nicht dabei, also dass ich mal eine andere Variante hole, wo man sich durchcheaten kann oder was. Aber für den Fall der Fälle, dass ich es doch noch zusammenbringen sollte, vor der Kamera jetzt nicht da, sondern halt eben das Ingame, dann wird das jetzt noch im Nachhinein abgespielt. Wenn nicht, wenn ich sage, ich will nimmer mehr, dann kommt jetzt nichts mehr. Das heißt, nur so viel dazu, falls nichts mehr kommt, kommt nichts mehr. Wenn noch was kommt, habe ich es jetzt gerade angekündigt. Dann hoffe ich noch einmal, es hat euch trotzdem irgendwie Spaß gemacht, mir zuzuschauen. Mensch, bleiben geil, tschüss. Netter Ausschnitt.
Yay, wir haben es geschafft. Wuhu. So, ja, na, das wollte ich euch noch zeigen. James und Anya leave Atlantis in an escape pod moments before it is destroyed. The capsule is picked up by an American, was auch immer. Schrimpfrachter, was sind sie aufgenommen worden? I'm keeping the British end up. Yay. Ja, ich sag's mal so, ich könnte das nicht zeichnen. Das heißt, von dem her ist gar nicht mal so schlecht. Er und sie sind schon nicht wirklich den Originalpersonen ähnlich, aber trotzdem, es ist halbwegs schön gemacht, halbwegs detailreich. Also, was heißt halbwegs? Es ist schon sehr detailreich gemacht. Die Gesichter passen halt eben nicht hundertprozentig, aber ja, na, es ist lieb für ein Ende. Das soll es jetzt gewesen sein. Ich wollte es euch halt eben jetzt nochmal zeigen. Sorry, dass jetzt keine Kamera mehr aufdreht ist, aber das war jetzt das Ende, was ich euch noch zeigen wollte. Danach kommt jetzt nichts mehr. Das Spiel fängt jetzt einfach von vorne an. Gut, danke nochmal fürs Zuschauen. Ich wünsche euch natürlich wie immer einen schönen Tag, beziehungsweise einen schönen Abend. Und vielleicht sehen wir uns bei einem weiteren Schau mal Quickie-Projekt. Mensch, bleiben geil. Tschüss. Papa.